Ein ominöser Ladebildschirm. Und damit willkommen zurück zu Joe's Diner. Wir müssen wieder aufräumen. Oh Gott. Und ich habe total die Sounds vergessen, was ist. Aber ich hoffe, das kriege ich irgendwie hin. Ach nee, ich wollte ja hinten anfangen, ne? Na, Alter. Ich beeil mich mal ein bisschen. Oh, was ist das? Oh, der Föhn schon wieder. Ist es hier am Herrenklo? Nein, am Damenklo. Nein. Ist es der Staubsauger? Ja, der Staubsauger. Uah. Okay. Oh nein. Was ist es? Was ist das? Das ist, ist es der Herd? Ich habe keine Ahnung. Ja, der Herd. Oh Gott sei Dank. Oh, Quietsche-Entchen. Quietsche-Entchen, nur mit dir. Quietsche. Oh nein. Das Telefon. Das ist im Büro, ne? Oh Gott, das ist so weit hinten. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht auf so dämliche Quietsche-Entchen... Ja, ist so lau. Sorg für Ruhe. Aua, oh. Da liegt irgendwas auf dem Boden. Ich weiß nicht, was es ist. Na. Oh, ernsthaft, das Faxgerät. Oh Gott, 7 Gerichte noch. Nein! Ach komm, mach die Tür auf. Wir müssen uns ja ein bisschen beeilen, weil die Nachtschicht ja so schnell auch rum ist. Mann, ich bleib überall hängen. Hilfe! Oh Gott. Der Fernseher. Das ist definitiv der Fernseher. Jetzt muss man sich über... Oh, muss man sich überlegen, das wäre jetzt noch Dings. Das würde jetzt noch das Mikrofon übertragen. Dann dürfte ich ja gar nicht quatschen. Weil es die ganze Zeit ein stummen Let's Play. Naja, gut. So, lange ist es her, wo wir es gespielt haben. Jetzt geht's weiter. Ich, Oh, komm. 4 Sachen noch. Da ist noch eine Flasche, nehme ich noch mit. Und dann mache ich eben den Sauger aus. Na. Nee. Ach, ist der Föhn. Muss man auch gut unterscheiden können. Gott sei Dank, Alter. Uah. Und wieder das Faxgerät. Da gehe ich gleich hin. Ich mache erstmal... Oh, nein. Ja. Erstmal die Chipshüten aufessen. Die auf dem Boden liegen. Die sind bestimmt auch haltbar. 3 Gerichte noch, die wir noch einsammeln müssen. Hier ist eins, nehme ich mit. Eben das Faxgerät ausmachen. Ich hoffe, wir schaffen... Oh, ernsthaft? Oh, jetzt geht die Tür wieder zu. Komm. Ist das wieder der Föhn im Männerklo oder im Frauenklo? Nein, diesmal... Nein, ist der Sauger. Oh Gott. Und jetzt ist es... Oh. Ja. Mann, leg doch... Oh Gott. 2 Gerichte noch. Ich weiß nicht, wo die sind. Da ist nichts mehr. Was ist das für ein Geräusch? Das Handy. Oh Gott, das ist im Dings ist das drin. Ein Gericht noch. Wo liegt das scheiß letzte Gericht? Die Musikbox läuft. Wo ist das scheiß letzte Gericht? Da. Mach die Musikbox aus. Nein, du hast es nicht geschafft. Alle Tische bist... Nein! Was? Alter, die Zeit ist abgelaufen. Schon so Bunker gespielt? Auch ein Psycho-Horror. Ja, ich habe angefangen im Stream. Ich glaube, letztes Wochenende oder vorletztes Wochenende haben wir angefangen. Ich würde das gerne im Stream noch ein bisschen weiterspielen. Das Problem ist, es ist komplett auf Englisch. Und ich warte darauf, dass es vielleicht auf Deutsch übersetzt wird, weil dann würde ich es gerne nochmal im Stream spielen. Weil so auf Englisch ist ein bisschen doof, weil man versteht wirklich nur die Hälfte. Ich hoffe, das kommt mit deutschen Untertiteln oder so. Oh, schade, wir haben es nicht geschafft. Verdammt. Okay, Spiel laden. Dann laden wir nochmal eben die Nachtschicht. Schade, dass das andere Horrorspiel noch nicht rausgekommen ist. Verdammt. Mist. Das ist wieder nach hinten verschoben worden, das zweite Horror-Game. Worauf ich eigentlich, ja, sehnsüchtig eigentlich warte. Jetzt kann ich es ja sagen, es ist Pineview Drive. Es ist noch, ist auch so ein bisschen Psycho-Horror. Aber jetzt müssen wir uns echt beeilen. Ich fange mal hinten an aufzuräumen.
Also, los geht's. So, fangen wir hier an. Man kann immer nur ein Gericht mitnehmen, weißt du? Der hat ja so, keine Ahnung, Papierhände. Und die Tür... Was? Warum gehen die Türen immer zu? Das ist... Das gibt's doch gar nicht. Es ist total nervig. Na, leg doch... Oh. Ich wollte sowieso nach hinten. Mein Gott, und dann bleibe ich überall hängen. Ich sag dazu schon gar nichts mehr. So, haben wir hier alles abgeräumt. Da ist noch eine Flasche, die nehmen wir noch mit. So wie die links oben im Bildschirm. So. Seid mir nicht böse, wenn ich mal nicht... Wenn ich mal nicht in die Kamera gucke bei dem Spiel, weil ich muss mich... Uah. Weil ich muss echt hier so ein bisschen... So ein Auge darauf werfen, wo hier was zum Sammeln ist und wo nicht. Und die Zeit vergeht hier so schnell. Das ist echt hardcore. Hardcore. Doof, dass ich überall hängen bleibe immer. Gott sei Dank war das hier Fernseher. So. Lex hier, ich grüße euch. Willkommen zur Let's Play Live Show. Hallöchen. Zu der späten Stunde. Es geht los. Mit Joe's Dynamism Live Let's Play. Wo ist hier noch? Da ist noch was. So, da hinten war noch ein Tisch, habe ich gesehen. Dann haben wir soweit da hinten schon mal alles weggeräumt. Oh, das dämliche Handy. So. Na. Wurde mal wieder Zeit, dass wir mal wieder Joe's Diner weiterspielen. Ist lange her, wo wir es gespielt haben, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, leider von live von der PlayStation funktioniert es irgendwie momentan nicht. Irgendwie seit dem neuesten Update. Auch ernsthaft. Irgendwie hat da Sony wohl gerade massig Probleme. Ich hoffe, dass sie... Na! Ich hoffe, dass sie das fixen. Hallo! Ich will meine Ruhe haben! Ich will eine Nachtschicht treiben! Oh, komm! So, ich fliege hier durch die Gänge, das ist ein Traum. Das ist echt ein Traum. So, zwei Gerichte noch. Ich glaube, diesmal schaffen wir es, wenn ich die letzten Gerichte noch finde oder die letzten Sachen. Die letzten Sachen vom Tisch zu räumen. So, ein Dings brauchen wir noch. Die Frage ist, wo liegt das? Hier ist nichts, da ist auch nichts. Da ist er. Das war der Sauger. Ich hoffe, wir schaffen es diesmal. Ach, noch massig Zeit. Wir haben erstmal 4 Uhr jetzt gleich. Das heißt, wir können uns jetzt um die Lautstärke kümmern. Puh, jetzt haben wir ein bisschen Ruhe. Ich habe ein bisschen Angst. Das ist der Föhn. Oder? Nee, das war die Eismaschine. Okay. Alter. Das kommt auch wieder auf YouTube, ne? Wie gesagt, im Live-Let's Play sind wir. Ich nehme mal das Entchen mit hier. Ehrlich? Oh. Hallo! Mach doch die Tür auf. Nee. Hä? Welches Telefon ist denn das? Oh Gott, ach vorne ist das, ne? Nimm das. Nein! Oh Gott, ich sehe schon, komm, wir schaffen es nicht, wenn es so weitergeht. Das ist die Kaffeemaschine, ne? Wo ist denn die? Ah, hier. Boah, Alter. Scheiß mir in die Hose. Du hast die Nachtschicht erfolgreich überstanden. Ja, ich glaube schon. So, Nachtschicht 20 kommt dann jetzt. Ich glaube, 30 gibt es, also noch 10 Stück. Ich glaube, wir spielen das heute durch. Ich glaube, wir spielen das heute durch, das Spiel. Und es wird, glaube ich, noch ein bisschen mehr geben heute. Also ist heute... Heute wird es auf jeden Fall ein langer Abend. Also heute könnt ihr euch schon mal darauf einstellen. Ich hoffe, ihr habt euch gut vorbereitet. Heute wird es definitiv länger gehen. So, gucken. Da haben wir noch eine... Hallo, nimm doch die Flasche auf. Das ist die Kaffeemaschine. Schönen guten Abend, Jüngchen. Und ja, ich ein... Was? Und allein gute Schicht, mein Guter. Ja, ich versuche hier meine Schicht zu absolvieren. So. Was ist das denn? Was ist das für ein Geräusch? Das kenne ich gar nicht. Es hört sich an, als ob einer irgendwie pinkelt. Was ist das?
Das ist Waschbecken, oder? Oh, toll. Das ist ein Waschbecken. Nicht hier. Hier vielleicht? Nein, wo ist das? Oh Gott. Doch, da. Oh nein. Alter, ist mit den... Ich komme nicht dazu, die Tische abzuräumen. Das ist... Wir müssen echt versuchen, die Tische so schnell wie möglich abzuräumen. Uns rennt die... Ja, natürlich. Klar. Jetzt ruft noch meine Mutter an. Hallo, Mama. Ich habe gerade keine Zeit. Ich habe Nachtschicht. Ich, Naja. Hallo? Nee, wir haben geschlossen. Tische sind alle reserviert. Es tut mir leid. Boah, das wird, glaube ich, knapp. Wir haben noch 6 Gerichte vor uns. Ich habe keine Ahnung... Ich habe keine Ahnung, wie spät wir es haben. So, danach noch 5. Und es liegen immer mehr Chips auf dem Boden und mehr Entchen. Also bitte nicht wundern, wenn ich mal nicht gerade auf den Chat achte. Ich, hier war doch gerade... Na, nimm die Flasche auf. Oh, ich glaube, wir schaffen das nicht. Ich glaube... Alter, 5 Gerichte noch. Beziehungsweise noch 4. Die Türen halten am meisten auf. Hier ist noch was am liegen. 3 noch. Wie spät haben wir? Oh Gott, 4 Uhr. Könnte knapp werden. Bis 6 Uhr brauchen wir. 4, 5, 2 Stunden noch. Ja, klar, jetzt. Jetzt das Telefon. Aber das ist gar Gott sei Dank hier vorne. Hier steht übrigens noch irgendwie eine Sidulinflasche für Fensterputzen. Vielleicht muss ich zwischendurch noch Fenster putzen. Man weiß es ja nicht, was bei dem Spiel noch auf einen wartet. Okay, wo ist noch die letzte Flasche? Hier. Oh Gott sei Dank. Das ist der Föhn, oder? Oder ist es der Sauger? Ich weiß es gar nicht. Ich kann es manchmal so schlecht unterscheiden. Chips. Das war der Föhn. Boah, wir haben es alle. Boah, wir haben es geschafft, Alter. Boah, Alter. Quick. Ich bin zum Glück kein Zivil geworden, ja. Was ist das für ein Geräusch? Ach, die Eismaschine, ne? Hör auf damit, hab ich... Nee. Was ist das für ein Geräusch? Ach, der Kühlschrank. Ich glaube, der Kühlschrank ist es. Ich glaube, der Kühlschrank ist es. Na. Ja. Geile Textur übrigens. So. Was? Hoffentlich. Haben Zeit und Chips. Das ist super. Das ist geil. Und nicht einschlafen. Das ist ja die Hauptsache. 12 Gerichte. Oh Gott. Es wird immer mehr. So. Oh, Alter. Ja, lass klingeln, die Scheiße. Mach die Tür auf. So, noch 10. Vor allem, wie schafft er es, da einfach nur mal was auf den Boden zu legen? Das verstehe ich nicht. Weil wir sind ja so schnell hier. Ich verliere manchmal so ein bisschen auch den Überblick. Muss ich ganz ehrlich. Wir versuchen es. So. Nein, jetzt habe ich auch den Herd wieder angemacht. Oh, ich bin so doof. Hallo. Ja, wie gesagt, Dings ist, leider ist das andere Horror-Game verschoben worden. Schon wieder. Sollte ja schon Ende des Monats kommen, aber jetzt wurde es, jetzt wurde es nochmal verschoben. Amazon hat es jetzt auf Dezember verschoben und mein Spiele-Versand-Riese hat es quasi auf Ende diesen Monats verschoben. Oder beziehungsweise 14, 15, irgendwie sowas. Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich lasse mich da echt überraschen. So, das müsste das Faxgerät sein. So, den Burger nehme ich mit. Dann gehen wir nach hinten. Sind das Mausefallen, wo ich hier die ganze Zeit reinlaufe? Ich glaube, ja.
Also. Ja gut, wir müssen eh in die Küche, also von so an ist nicht so schlimm. So, 6 Gerichte noch. Na, lass mich durch. Da liegen schon mal 2 auf dem Tisch. Das können wir eigentlich schnell lösen. So, einmal. Und 2. Na. Mann. Was ist das denn? Was ist das für ein Geräusch? Das kenne ich gar nicht. Was ist das für ein Geräusch? Was ist das für ein Geräusch? Das ist der Fernseher. Oh Gott. Was ist das für ein Geräusch? Ich muss die Tische abräumen. Ist mir gerade egal. Das muss ja irgendwie so eine Eieruhr sein oder irgendwie sowas. Aber wo? Ach, nee, Telefon kann es auch nicht sein, ne? Das ist der Kühlschrank. Mann, mach doch die Tür auf. Nein. Oh Gott, oh Gott. Was ist das für ein Geräusch? Was ist das für ein Geräusch? Ich weiß es nicht. Oh. Wecker, ja, aber was für ein Wecker? Wo steht der? Okay, müssen wir das Spiel laden? Ah, ich dachte, es geht direkt weiter, verdammt. Ach, wir sind schon bei 21. Ah ja, guck an. Muss man schon trinken. So. La 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 la. Ich bin gespannt, wenn wir es geschafft haben, was dann kommt. Ob dann kommt so, ja, Surprise. Sonne shining. So, also, los geht's. Wir probieren es nochmal. Vielleicht muss man bei dem Spiel auch so ein bisschen die Ruhe bewahren. Aber man ist ja auch so ein bisschen im Stress, weil man ja auch so ein bisschen die Zeit im Nacken hat. Was ja auch noch dazu kommt. Und dann kommen immer diese dämlichen Türen, die immer wieder zufallen. Warum auch immer. Dann bleibt man überall hängen. Da latsche ich jetzt rein. Ist mir egal. Ist mir scheißegal. Ich will dich Stück für Stück in jedem Augenblick. Ist mir scheißegal. So. Okay, hinten haben wir soweit alles abgeräumt. Das heißt, es müsste nur noch hier vorne alles bleiben. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Yeah, 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 yeah. So, das machen wir da rein. Da, der nächste Tisch. Da sind 2 Sachen drauf, okay. Ich weiß, für einige bin ich, glaube ich, zu schnell. Da ist der Fernseher. Haben wir aus. Okay, die Schocker sind jetzt nicht so toll, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also, das Spiel ist jetzt nicht gerade... Es zeugt jetzt nicht von seinem Schockmomenten. Huch. Man hat es ja gerade gesehen. Sie haben sich da nicht viel Mühe gegeben. Ich dachte, hier schwebt irgendwie so ein Geist oder so durch die Gänge, aber dem ist nicht so. Da kommt einfach nur so ein Dämon. Wer die Folge 5 gesehen hat, der weiß, was ich meine. Oder jetzt gerade gesehen hat, ne, also es kommt nur so ein dämliches PNG... Es ist so lächerlich eigentlich. Aber ich will es schaffen. Da ist das ja. Ich will's einfach schaffen. Na. Na, lass mich durch. Alter, ich klemme überall. Das ist auch so ein bisschen so ein Nachteil des Spiels, dass man überall hängen bleibt. So. Ich hoffe nicht wieder, dass so ein Wecker kommt, wo ich nicht weiß, wo der ist. Hier haben wir die Tische noch. Schon wieder dieser Wecker. Wo steht der? Wo steht dieser Wecker? Ah, hier. Alter. So weit weg vor allen Dingen auch. Okay, 2 Sachen hier nach noch. Ich hoffe, wir schaffen es von der Zeit her. 3 Uhr müssen wir eigentlich hinkriegen. Fernseher läuft. Oder ist das... Nee, der Sauger ist das, glaube ich, ne? Kann das sein? Da steht noch eine Flasche. Na, nimm die. Nimm doch. Okay. Danach noch eine Sache. Das ist der Herd. Beziehungsweise der
Der Tee ist gerade fertig. Ich habe mir gerade Tee gemacht. Aber ich habe so ein bisschen Magenschmerzen. Deswegen habe ich mir so einen Magen-Darm-Tee gemacht. So. Hier liegt nichts mehr. Wo sind das letzte Dingen? Schon wieder der Tee. Ja, ich hab mir zweimal Tee gemacht. Einmal Magen-Darm-Tee gegen Dünnpfiff. Und einmal Pfefferminztee. So. Okay, wir haben alle Gerichte. Das ist schon mal super. Was sagt die Zeit? Ja. 5 Uhr, das ist super. Das heißt, wir können uns noch eben um die Nachtruhe kümmern. Oh, ich will gar nicht wissen, was Runde 30 kommt. Das ist der Föhn. Die Frage ist nur, welcher. Ich gehe mal ins Damenklo. Ne, das war der Herrenklo übrigens. Das ist Damenklo. Jawohl, haben wir. Ich glaube, die Nachtschicht ist jetzt auch vorbei. Das ist das Handy in der Küche. Yeah. Das Spiel gibt's für die PS4. Ja, Crytek. Gibt's für die PS4. Kann ich aber nicht empfehlen. Also ist jetzt nichts so Weltbewegendes. Na? So. 12 Gerichte immer noch. Okay, kriegen wir hin. Kein Dingen. Da liegen schon mal 3 Sachen auf dem Tisch. Ich beeile mich wieder. Vielleicht kommt da noch so eine Bonusrunde oder so in den letzten Abschnitten. Man weiß es ja nicht. Ich fliege wie ein Wind hier durch die Gänge. Okay, ich lasse den Kaffee jetzt mal, obwohl der Kaffee liegt auf dem Weg. Das ist jetzt nicht so schlimm.